genau durchstellen. Das ist so ein Social Media Feature. Das klar, man muss natürlich noch leben, aber also in der Gruppe wird es schwierig. Und je nachdem, ob es dann wirklich klappt. Aber es gibt schon, also einige Autoren sind schon noch aktiv, aber mehr in den USA, oder? Zu dem deutschen Umfeld, eben die Übersetzungen, die auch übersetzt sind, sind zum Teil auch schon eher älter in einem Semester. Ja, man hat direkt die E-Mail-Verbindung, den Link dazu geben, oder? Nein, das geht dann bei Ihnen auf den Server, in das Social Media Bereich und da habe ich jetzt effektiv also nicht ausprobiert. Ob es einfach die Autoren sind, die sich committed haben und gesagt haben, jawohl, wir würden die Fragen beantworten. Und dann, sobald man das dort abgegeben hat, dann kommt von Logos die Frage an Sie. Oder dann sagt, da ist die Frage, das bitte beantworten. Jetzt ein spannendes Feature, da, auch wieder bei dem sogenannten 3-Dot-Untermenü, das ist das Verknüpfen von verschiedenen Werken. Also ich muss jetzt da mal ein bisschen räumen, damit wir... Und wo sind wir aber jetzt? Bei der... In der Folie? Bei der Folie wären wir jetzt da... Nein, ich meine... Das 3-Dot, in welchen Funktionen kommt da? Also, jawohl, das ist bei den Büchern. Bei den Büchern. Und zwar würde ich jetzt mal vorschlagen, dass ihr Bibel aufmacht und einen Kommentar. Und so geht es darum, dass man, ich nehme jetzt selber mal die Bibel und sage, ich verknüpfe das zum Beispiel mit dem A. Jetzt hätte das ein A drin. Jetzt gehe ich an und öffne einen Kommentar. Und zwar können wir da This is made easy. Und jetzt tue ich den ebenfalls ins A rein. Jetzt sind beide im A. Jetzt gehe ich mal auf dieser Seite da, auf Kapitel... Was ist jetzt das gewesen? Genesis, ja? Tue ich doch da auch mal sagen. 1. Mose 5. Wenn ich jetzt da übergehe, rein theoretisch, wenn das richtig verknüpft ist... Ja, der ist jetzt offensichtlich nicht verknüpft. Das bringt jetzt aber den Mensch. Es sind nicht alle Kommentare sind eben richtig verknüpft. Ja, also jetzt man kann nur zwei Bücher verknüpfen? Nein, mehrere. Man kann auch mehrere Bibeln. Ja, nur Bücher, also nicht irgendwelche Textausschnitte oder so? Nein, Bücher, ja. Bücher. Einfach Bücher mit der. Ja, genau. Wir haben es ja in der Bibliothek in diesem A oder in der B. Ja, es ist einfach so, ich kann jetzt zum Beispiel da sagen, ich mache jetzt noch Schlachter auf und tue den auch ins A. Wenn ihr es gesehen habt, hat er gerade auch bei 1. Mose 5 aufgemacht. Oder wenn ich jetzt da mal sage, ich gehe jetzt da zu 1. Mose 6 und ich gehe da rüber, dann ist der jetzt auch im 1. Mose 6 und der Kommentar ebenfalls. Aber das heisst, alle Werke dort gerade automatisch nachführen und dann kann ich eben die verschiedenen Bibeltexte miteinander anschauen und vielleicht noch zwei, drei Kommentare. Da bin ich gerade überall am gleichen Stelle, oder? Also einfach da über das 3-Dot-Menü verknüpfen und da kann man einen Buchstaben auswählen. Ich kann natürlich B-Verknüpfungen machen, das sind dann alle die, die mit B verknüpft sind. Das sind einfach die, die dann gerade offen sind, oder? Also können wir mal ausprobieren, eben einen Kommentar nehmen, eine Bibel oder eine zweite Bibel. Und dann ist denn das etwas Bleibendes oder abgelaufen? Wenn ich jetzt den zu mache, jetzt machen wir den mal zu. Dann machen wir gut zu. So. Und jetzt machen wir doch da wieder die V auf. Dann ist es, wie du siehst, nicht mehr aktiv. Oder? Das heisst, ich muss, das gilt nur, das ist nur für den Moment, wo ich jetzt also so
zusammenstellen. Oder wenn ich es als Projekt speichere. Oder dann so als Fenster speichern, genau. Ja. In dem Sinn da hinten als Vorlage. Ja, das ist Gemüse. Genau, genau. Ja. Aber das finde ich noch praktisch. Ja, da kann man wirklich gerade so arbeiten und mit die verschiedenen. Gut. Dann speziell noch zu der Bibel. Auch da gilt natürlich wieder dasselbe zum Suchen. Beim Suchen kann man das dann natürlich eingrenzen. Es ist einfach so, beim ist natürlich jetzt eben versionsabhängig, wie viele Bibelübersetzungen sind überhaupt da. So das aktuelle volle Set. Also jetzt nochmal die Verknüpfungen, was ist eigentlich der Sinn von der Verknüpfung? Eben der Sinn ist, dass du bist zum Beispiel an einer bestimmten Stelle am Arbeiten. Ja. Und möchtest vielleicht zwei, drei Bibelübersetzungen jeweils dann gerade offen haben an dieser Stelle. Mhm. Und vielleicht noch ein, zwei Kommentare. Und dann kannst du die alle verknüpfen miteinander. Mhm. Und wenn du bei der Bibel, bei der einen Bibel an eine bestimmte Stelle hingehst, oder gehst jetzt auf Signi, und jetzt wechselst du zum Kommentar, dann rein theoretisch müsste jetzt auf dem Signi sein. Ne? Das ist dann gar gerne zu weit. Und dann öffnet es mir einfach an der Stelle, wo man gerade am Lesen war. Und wenn man das verknüpft, dann geht es automatisch, dann drückt man einfach die Stelle. Genau. Ah, ich bin da bei Micha, sorry. Ja. So, also jetzt bin ich da, 1. Mose 7. Jetzt bin ich auch beim 1. Mose 7. Er wird das gerade direkt dort aufmachen, den Kommentar. Oder wenn ich sage, jetzt will ich noch wissen, jetzt haben wir das schon wieder zugemacht, da, bei der anderen Bibelübersetzung, da, bei der Lutherübersetzung. Dann mache ich die noch auf und da jetzt da auch gerade verknüpfe mit A. Dann macht er den auch auf, oder im Sinn. Ah, okay. Dann habe ich alle gerade schön. Dann war einfach immer an der gleichen Stelle. Genau. Gut, jetzt Bibel suchen. Jetzt müssen wir da mal stehen. Wenn ich da mal beim Sachgebiet Bibel auswähle, Gesundheit, und unten dran bei der Art auch Bibel, dann komme ich alle Bibeln über, die ich habe, da drin. Da sind jetzt natürlich die englischen alle auch drin und die deutsche Bibel. Über die Einheitsübersetzung ist die aktuell. Die Elbefelder sind dran, das kommt. Ich bin aber nicht ganz sicher, welche Version. Ich meinte, sicher ist bei der Bronze dabei. Also da meinte ich. Aber das haben wir ja da im Überblick. Sieht man das eigentlich sehr gut. Logos. So wie sie langs Internet. Na gut, das wisst ihr, so wie die ist. Da kannst du jetzt einzelne Bibelübersetzungen einzeln kaufen, gell? Ja, wenn du jetzt nicht im Basispaket schon dabei hast, genau. Du musst einfach dann schauen, lohnt es sich, oder? Ja, was genau braucht man, ja. Und dann kann man es immer noch, jetzt bei der Suche da, wenn wir jetzt das mal so eingrenzt haben, dann eben bei der Sprache noch entsprechend eingrenzen und sagen, jawohl, ich will, dass ich nicht was wirklich die Sachgebiete nehme ich dann nochmal raus. Jetzt sehen wir natürlich bei Bibel, jetzt je nachdem haben wir natürlich auch da
einzelne Ausgaben hat, jetzt da, also die Qumran-Ausgaben und so, dann hat man natürlich schnell mal eine riesige Liste. Da kann man es aber eben eingrenzen und sagen, ich will jetzt die Deutschen, da zeigt man jetzt 20 Bibeln. Wobei die einen, das sind ja dann nur Mythen, Neues Testament. Gut. Das ist einmal zum Bibel überhaupt finden. Über die Standardbibel einrichten haben wir gesagt. Und dann bei den Bibelübersetzungen vergleichen. Das ist ja manchmal etwas, das ich gerade vielleicht möchte, ein paar Übersetzungen nebeneinander, oder, einen bestimmten Text sehen und gerade schauen, wie verhält sich das. Das ist eigentlich unter Werkzeug Textvergleich. Also nicht oben Werkzeug. Ich habe es jetzt gerade hier anpinnt, Textvergleich. Dann habe ich jetzt bei mir einmal aufgrund von dieser Priorisierung, hätten wir da gerade mal eine Liste gebracht. Und ich kann aus dieser Liste da die Werke auswählen, die ich will. Das heisst, ich kann das auch noch mehr eingrenzen, weniger Werke nehmen oder noch andere. Und dann gibt es da, je nachdem, verschiedene Möglichkeiten, um das anzuzeigen. Ich tue das mal in ein eigenes Fenster rausnehmen, damit ich ein bisschen mehr Platz habe. Und ich sehe dort jetzt da die verschiedenen Versionen nebeneinander. Und er zeigt dann auch immer gegenüber der ersten, wie viel Unterschied es gibt, oder, in jedem Vers. Es gibt dann noch die Interlinearsicht, aber das geht, mal schauen, ob das da geht. Das geht da nicht. Das hängt dann davon ab, was man für Bibel hat, aber mit diesen Versionen. Viel Glück beim nächsten Mal. Ne? Gut, das ist also das Feature, um gerade die verschiedenen Übersetzungen nebeneinander zu sehen. Wie kommst du auf die Unterschiede? Gerade bei dem Textbereich. Weil ihr jetzt gerade mal automatisch. Was er zeigt, das automatisch. Hey. Also wichtig ist ja, dass du natürlich die verschiedenen Versionen überhaupt hast. Ja. Ah, jetzt wir können jetzt Versionen auswählen, wenn wir nur drei Bilder, aber wir haben sieben. Wenn du da oben drauf klickst, schau, da oben, dann kannst du jetzt da sagen, nein, ich will zum Beispiel, die will ich nicht, oder? Dann nimmt er die raus. Oder eben willst du irgendeine andere, dann musst du die dazu nehmen. Ist das möglich, dass beim Bronze-Arcade keine deutsche Bibel mehr drauf sind? Ja, du hast eben das Englische abgeladen, oder? Nein, ich habe es ja jetzt auf Deutsch noch mal gekauft und frisch draufgeladen. Du hast in dieser Zeit können abladen und installieren. Ja, er sagt einfach, ich muss es schliessen, wieder öffnen und dann denkst du, das kommt es eben. Also befürchte eben, dass es gleich jetzt ist er nicht oben, zeigt nicht oben dran. Er dort oben zeigen, dass er zum Beispiel noch am Laden ist. Du kannst arbeiten, aber da, oder? Dann drüllt er da, schon vor sich hin. Und und dann hat er aber im Duschen nicht alles, oder? Die Seiten sind auf dem nächsten. Ja, schauen wir auf das 2, gehen wir da drüber. Ja, da ist er am Download. Da ist immer noch dran. Ja, da ist immer noch dran. Aha, jetzt weiss ich, dass das Internet so langsam geht. Ich bin auf den Vergleich gegangen, weißt du, von den Versionen. Ja, aber weißt du, jetzt nur nicht... zeigt er dann auch die Bibel aus. Zeigt erst die Bibel dann auch bis hin. Die deutsche Bibel. Ja, aber die deutsche Bibel, er muss zuerst jetzt abladen, weißt du? Und die englische Version hast du nicht viel. Aha, der tut jetzt gar nicht. Er ist jetzt noch am Abladen, ja. Ja, du denkst schon gleich, wenn die Hebräische Bibel drauf hast, könntest du es auch dort einordnen. Also könntest du auch zeigen, oder? Ja, da können wir gerade auch schon ausprobieren. Also ich nehme jetzt einfach mal wieder eine raus. Und jetzt gehen wir mal hier runter und nehmen.
Jetzt kannst du da die Hebräische mal nehmen, oder? Das ist unter Armeni bei den drei Punkten. Ja. Das ist jetzt meine zweite Linie auch noch. Ja, nur bringt es natürlich nicht viel, wenn es in einer anderen Sprache ist. Aber du kannst vergleichen, zum Vergleichen, ja. Genau. Oh, da kannst du schon. Du kannst beliebige Versionen rein tun. Also du hast es bei dir. Ja. Gut. Dann beim Suchen. Jetzt gehen wir da mal. Beim Suchen ist da auch etwas anders. Das wäre da Inline-Suche und da sehen wir, da hat es einfach dann mehr Möglichkeiten von der Suche. Oder man kann nach Bibel suchen. Ich will aber da auch nochmal vertiefen, dann im separaten Foliensatz. Aber mal so weit hinweisen, dass die Inline-Suche bei nur einem Buch ist sie einfacher und bei der Bibel kann man dann noch unterschiedlich suchen. Das normal quasi in der Bibel oder dann noch morphologisch suchen. Aber das auch nachher. Dann bei den visuellen Filtern, wenn ich jetzt da reingehe, ich nehme jetzt mal das Buch da und wieder die drei Pünktli da oben. Und da unten sehen wir jetzt visuelle Filter. Ich habe jetzt eine ganze Reihe von visuellen Filtern, die ich da mal erstellt habe. Die sind jetzt alle aktiv da. Da können Sie sagen, ja, das ist gut, soll das mal machen. Gut, jetzt da kommt nur einer aktiv. Das ist das, was mit Licht und Lichter zu tun hat. Das ist der da. Dann dort der Filter. Irgendetwas entsprechend dann auch hervorheben. Zu den Filtern kommen wir nachher nochmal im Detail. Mal nur so weit jetzt, dass man kann da dann die Filter wieder aktivieren und gewisse Sachen sich hervorheben lassen, die man ganz speziell vielleicht sucht in einem Textabschnitt rein. Das können wir dann nachher anschauen. Mal, wir können da sehen, dass ich da jetzt gleich eine also da vorgesehen habe. Dann können wir da vielleicht gleich noch verweilen mit dem visuellen Filter. Und zwar ist es so, wir gehen unter Dokument und bei dem Dokument kann ich dann sagen, einen neuen Filter. Also da unter Neu, sehen da bei Dokument, Neu. Visueller Filter. Das wäre dann da. So ein visueller Filter funktioniert eigentlich so, dass man eine bestimmte Bedingung hat, Suchbedingung, und beim Finden von dem, irgendeinem Verb, das man anzeigt, kann man dann da bestimmte Formatierung anwenden. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, jeden Bibeltext in der ganzen Bibel möchte ich da zum Beispiel noch etwas suchen. Eben, wir haben da, ob ich da Hilfe finde. Ja, das ist jetzt da nicht. Ja, mit Search, also die Suchterm, den wir nachher noch schauen. Nehme ich jetzt auch mal den Begriff Licht. Und dann kann man da dann angeben, was er damit machen soll. Über das Lirahmen, so zum Beispiel farbige Rahmen. Also einfach so ein visueller Filter. Und den kann man dann auch umbenennen. Zum Beispiel sagen, das ist Licht farbig angerahmt, damit ich da wieder weiss, was das ist. So. Wo kann man den umbenennen? Einfach da oben.
da wo man jetzt oben reingeht, ich sehe da ganz ein kleines ein kleiner Stift ist dort angegeben. Die Lupe da. Ich sehe da oben. Man kann da einfach reingehen und dann kann man da anpassen. Theoretisch kann man das da noch eingrenzen, eben wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze so induktiv oder angemerkt hat, kann man sich auf da beziehen und könnte da zum Beispiel sagen, ja, alles was ich da mit Säge angekreuzt habe, was immer auch. Ich sage jetzt aber jeden Bibeltext. Dann könnte ich natürlich Bereich eingrenzen, zum Beispiel nur Altes Testament, Neues Testament, Apokryph oder was immer. Und da kann ich noch sagen, für welche Bibel gilt das? Für alle Bibeln oder die Top-Bibeln, die ich den Tag gegeben habe, prävisiert habe. So, jetzt müsste rein theoretisch der Filter existieren. Wenn ich jetzt da wieder zurückgehe auf meine Bibel, dann sehen wir, jetzt ist alles, was mit Licht zu tun hat, ist jetzt so eingerahmt. Und wenn ich da auf Filter gehe, unten, oder ich kann mal alle die noch ein bisschen rausnehmen. Ja, das ist jetzt noch der normale, den ich vorhin hatte, wo noch so, den nehme ich jetzt einmal aus, sind alle weg. Das ist eingerahmt. Das ist einfach der Sinn, von, wenn ich so einen Textabschnitt habe, nach etwas ganz Bestimmtem quasi will suchen oder mir das anzeigen lassen. Aber insbesondere natürlich dann auch im Zusammenhang dann mit dem griechischen oder hebräischen Text, oder nach einem bestimmten Lemma suchen oder nach einem bestimmten grammatikalischen Begriff. Dann zu dem Grundtext, Grundsprache. Also was reverse interlinear vorhanden ist, ist beim Luther 2007 und Luther 84. Bei Schlachter ist es, wenigstens mal so, wie ich es gesehen habe, unvollständig. Also nicht bei allen Bibelübersetzungen gibt es die reverse interlinear. Sondern eben nur bei den Einzelnen, wenn wir jetzt da schauen können. Dann sehen wir, ich bin jetzt da in der Luther-Übersetzung und ihr seht da jetzt das Zeichen, Aleph und Omega, interlineare Übersetzung. Wenn ihr jetzt da draufklickt, dann tut ihr das jetzt aktivieren. Also wenn wir da jetzt sehen, hat er also bringt er den Text nach der Übersetzung, darunter dazu bringt er jeweils hebräische Wort oder Begriff. In dem Fall auch noch, dass man die Aussprache sieht, dann die ganze morphologischen Angaben plus unten dran die Strong-Nummer. Wenn ihr jetzt auf die Strong-Nummer geht, zum Beispiel hier Bereshit, dann könnt ihr da drauf gehen und dann sind ihr da in der Erklärung von Strong. Eben, es muss natürlich eben die entsprechende Version natürlich sein, wo das drin ist. Ja? Jetzt kann man da bei dem Interlinearen gewisse Sachen ein- und ausschalten. Also wenn jemand absolut das sicher ist in der Aussprachenzone und weiß, wie lesen, dann kann er natürlich die Umschrift ausschalten. Und sonst tut man das wieder einschalten. Oder? Wenn man sicher ist, wie man das Zeug ausspricht. Oder eben, wenn er sagt, ich will das Lemma noch sehen, kann man den noch einschalten. Auch wieder mit der Umschrift. Die Wurzel. Wie das im
Ja, in den meisten Fällen ist das quasi dann das Exempel. Wurzel ist einfach ohne die ganze Punkte. Wie sagt man Punktuation, oder sagt man das im Deutschen? Und wie bist du auf die Option gekommen? Wenn du da oben drauf gehst, auf das Aleph bis Omega, ja, das aufklappen und dann hast du da... Ah, ja, was symbolisch und unsichtbar, wenn du die Texte drin hast. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist natürlich wichtig. Ja. Wenn zum Beispiel bei dieser Übersetzung gibt es das nicht, oder? Nein. Ich bin Luther 2017, 1984 und bei der Schlachter, eben im Redokassing nicht vollständig. Jetzt da unten, die Erklärungen oder die Abkürzungen, die wir da sehen, da habe ich euch auch einen Link auf den Kurs. Das ist da Morphologie-Codes. Ich habe das da gerade noch als PDF. Und dann könnt ihr da all diese Abkürzungen da nachlesen, oder? Das ist der griechische... Irgendwo muss nicht der griechische sein. Hm? Ja, das ist hebräisch. Da kann man da nachschauen, da welche Buchstaben da was bedeutet. Hm? Gut, das wäre also jetzt der... umgekehrt interlinear und mit dem hebräischen Text, auch da muss man jetzt natürlich schauen, was hat man drin. Also der, den ich jetzt halt einfach vor allem brauche, ist der Lexham Hebrew English Interlinear oder dann auch der griechische. Es gibt also den hebräischen, dann gibt es Septuaginta und das Neue Testament. Das sind so die, wo... Was jetzt einfach wichtig ist, bei denen habe ich keinen kritischen Apparat. Also wenn jetzt jemand noch in der Sebenrichtung arbeiten will, dann muss man halt effektiv den entsprechenden SDA-Land nehmen mit dem Apparat dazu, dann kann er was dort nachschaffen. Also um ganz ehrlich zu sein, dort habe ich mich auch nicht gross vertieft. Das ist jetzt nicht gerade das. Also sind sie halt einfach dann auch in der Sprache dort tiefer. Aber der Nestle-Anland ist nicht in dem Paket drin. Das sind alles zusätzliche, die du schlagen musst. Ist nicht in Bronze drin, der Nestle-Anland. Da ist so unten noch da. Was ist das? Das ist Silber. Ja, Bronze. Also gut, in der Folie. Der griechische Text und Übersetzungen, Neues Testament, da Nestle Aland, was heißt doch das? Enthält nicht alle Werke. Also hier ist der kritische Apparat da nicht dabei beim Bronze. Im Silber ist es vollständig. Ja. Gut, dann. Da werden wir mal schauen, ob wir die finden. Also die Bibel haben wir ja da schon eingeschaltet. Und die Sprache da wieder rausnehmen. Und jetzt können wir da sagen. Was ist, wenn das Interlinearzeichen nicht kommt? Da? Zum Beispiel, sie hat ja griechische und hebräische Bibel in der Gruppe, aber das zeigt sie nicht an. Ja, das ist so. Ja, theoretisch. Aber oben da, das Icon dort, das Interlinear zeigt er nicht an. Aber er hat schon alles runtergeladen, alles super. Das müssen wir dann vielleicht noch machen. Ich habe den Text und ich zeige es schon, aber es ist gar nicht mehr funktioniert. Ja. Dann.
Ja, da haben wir sie. Ja. Gut, da wäre jetzt also die interlinear. Also da haben wir den hebräischen Text in dem Fall. Auch da kann ich obendrauf wieder das Ganze steuern. Was möchte ich alles sehen? Also will ich das Lemma noch sehen? Lexical Value, da weiß ich jetzt gar nicht, was läuft das da kommt. Das bringt jetzt nicht so viel. Denn wenn ich jetzt da drin rein bin, dann kann ich jetzt ein einzelnes Wort da nehmen, einfach mal den Kontext nehmen. Und von da aus, oder mir überlegt, was möchte ich, was interessiert mich, oder wo möchte ich das genauer anschauen. Ich sehe das Lemma auch, oder die Wurzel. Und wenn ich jetzt da beim Lemma bin, dann kann ich von da aus zum Beispiel sagen, jetzt mache ich Wortstudien oder über da. Also wenn ich im Text bin, Kontextmenü, dann habe ich mal den entsprechenden Bereich. Und da kann ich noch speziell jetzt eigentlich darauf eingehen und sagen, jawohl, ich will jetzt genau von dem dann zum Beispiel die Wortstudie machen. Und wenn ich die Wortstudie aufrufe, dann komme ich da ins Tool rein von der Wortstudie. Das ist das Tool, eben, wo ich dann sehe, jawohl, welche Bedeutungen hat das Ganze. Wo kommt das überall vor und so weiter, also ziemlich umfangreich da. Also einfach, dass man vom Wort her da über das Kontextmenü dann wieder weitergehen kann. Kann man das auch noch mal aussprechen. Kontextmenü, wo ist das? Einfach Maustaste rechts, einfach über dem Wort, genau. Ja. Da ist ein Eim über dem Wort und dann nachher kann ich da schauen, wann ich da bin. Genauer anlegen. Dann eben in der Reverse Interlinearen haben wir die Strongs, das ist durch die ganze Bibel durch, und im Neuen Testament ist das Low Need drin, oder, wo man kann entsprechend aufrufen. Also wenn ich jetzt hier noch ein Neues Testament hole, dann sehen wir da die beiden Nummern, oder? Die obere ist die Strong-Nummer und unten ist die Lonida-Nummer. Da kann man das auch aufrufen und er öffnet dann das am richtigen. Was ist das für eine Long-Dings-Bums-Nummer? Also die beiden haben... Ja, also die haben eigentlich ähnlich wie der Strong, oder? Die das ganze Neue Testament über jedes Wort, oder? Genau. Hast du da eine Erklärung? Ja, das ist auch neuer jetzt, oder? Das ist der Strong und umfangreicher. Also zwei Theologen, der Low und der Nieder. Ah, okay. Genau. Low, Johannes Low und Eugene. Ich weiß gar nicht, ob man Ida oder Nein das hat. Ich sprach das da richtig. Und die haben, da muss ich noch sagen, sie tun das auch von Semantic Domains. Das heisst, sie sollten von dem Begriff her, oder mehr, den Begriff von der semantischen Seite her auch anschauen. Oder? Von der Herkunft her, Wurzeln her. Ja, von der Bedeutung her, weißt du, ja, weil das Wort hat ja dann je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Ah, das ist schon mit der Grafik, wo da genau. Wortfelder, genau, dieses Wort genau. Hat. Ja, genau. Dann siehst du über das Wort, oder, welche Bedeutungen hat, so eine Semantik, wo kommt es wie vor. Ja, ja, genau. Und dann kannst du auch, jetzt in der Wortstudie machst du im Alten Testament, dann hast du immer den Vergleich an zu Septuaginta. Oder auch wenn du im Neuen Testament jetzt ein Wort hast, dann kannst du immer noch schauen, kommt zum Beispiel das Wort jetzt sonst noch irgendwo vor. Eben unter anderem auch in der Septuaginta. Oder? Das ist ja zum Teil noch wichtig, dass du die Wortbedeutung vielleicht besser kannst verstehen, wenn das in der Septuaginta noch vorkommt.
Dann, wenn man möchte, so richtig das Ganze analysieren, oder gibt es da das Satzglied-Diagramm. Das findet man über die Bibliothek, das ist also nicht bei den Tools drin, sondern da muss man über die Bibliothek gehen. Auch da ist wieder je nachdem vorhanden oder nicht vorhanden. Jetzt am einfachsten, jetzt muss ich da mal alles zurücksetzen, am einfachsten finden wir das nämlich über die Art. Das Zeug ist komischerweise nicht sortiert, alphabetisch. Also warum? Mal ob ich das gerade finde. Das sind die Sachen. Da, Satzglied-Diagramm, das ist gut. Also über, beim Filter über Art, Satzglied-Diagramm. Ich habe jetzt das über Stück drin, offensichtlich. Und da gibt es aber verschiedene. Zum Beispiel im Neues Testament, Cascadia, Syntax Graphs, können wir das aufrufen. Und jetzt könnte ich den natürlich auch wieder verknüpfen, oder? Mit dem A zum Beispiel. Jetzt muss ich aber schauen, dass ich da beim A wirklich im Neuen Testament nicht bewege. Jetzt gehen wir da mal ins Neue Testament. Deus. So, jetzt bin ich da drin hinein. Und das ist einfach so, jeden einzelnen Knoten, oder, kann ich dann anschauen, so, ja, das Sentence, also das ist der ganze Satz da, ich sehe. Ich sehe es dann in dem Fall jetzt im Griechischen, immer gerade auch mit der englischen Übersetzung. Und dann kann ich so schrittweise das eingrenzen, oder, grammatikalisch, oder ist das ganz aufgeteilt. Wie heißt das, also, du und der Art hast du gesucht? Satzglied. Ja, ist wahrscheinlich repräsentiert, genau. Also das gibt es eben für das Alte Testament, das Alte Testament und das Neue Testament. Gut, es gibt jetzt natürlich sicherlich noch mehr dazu zu sagen, aber wenn wir jetzt weitermachen, damit wir irgendwo auf der Mitte gehen und noch mit den Funktionen durchmachen, muss ich es mal überblicken. Also jetzt die weiteren Themen habe ich einen entsprechenden Foliensatz auch. Also ich kann jetzt da den nächsten Foliensatz anschauen. Und zwar... Und zwar Suchfunktion, das wäre jetzt das nächste. Nun eben die Suchfunktion, es ist ja etwas vom, sagen wir mal, Wichtigsten, oder, innerhalb, dass man auch wirklich da finden, wo man gerne will. Und entsprechend komplex ist das Ganze, muss ich mal so sagen. Man kann auf der einen Seite, haben wir ja gesehen, in der ganzen Bibliothek suchen, das ist das Suchfenster dort ganz oben. Dort kann ich dann auch... meine gesamte Bibliothek aus verschiedenen Blickwinkeln suchen. Ich kann quasi Bibel suchen, also in Bibel hineinsuchen, in Bücher, in Medien, also Bilder, Videos, dann spezifisch eben auf Satzglieder suchen, morphologische Suche machen oder Syntax suchen. Das sind die, die da zur Verfügung stehen, entsprechend und das auch auswählen, das sieht man dann. Oder dann eben im spezifischen Werk die sogenannte Inline-Suche. Das haben wir gesehen, dass man dort drin suchen kann. Das sind eigentlich die Grundmöglichkeiten, die wir bereits gesehen haben. Da habe ich mal alle Links drauf, die könnten Hilfe bieten eben in dieser Suche. Also die verschiedensten, es gibt das Training, wobei also eben, es ist alles in Englisch, in Deutsch habe ich nicht gefunden. Und da gibt es verschiedene Bereiche, Übersichten, Hilfen, wo erklärt wird, oder wie das funktioniert. Aber ich kann beruhigen, es ist im Programm doch auch so, dass es Unterstützung bietet.
was man, das habe ich da noch in eine eigene Folie rein tun, wenn ich jetzt irgendwo, zum Beispiel nach einem hebräischen oder griechischen Wort oder Lemma suche, dann muss ich das irgendwie eingeben können, oder? Und da gibt es die Möglichkeit, dass man jetzt einfach mit H-Doppelpunkt, ist für Hebräisch, und dann kann ich einfach tippen, also den Umlaut, und dann gibt er mir gerade die Liste unten da. Zum Beispiel Chesed, oder? Kann ich dann mit H, E, S, und dann kommt alles, was mit Ch ist, oder? Und dann finde ich es, und dann kann ich es nachher auswählen. Oder im Griechischen dasselbe, einfach mit G-Doppelpunkt. Und sobald ich dann das Wort haben ausgewählt habe, dann dort das ersetzen. Oder? Mit dem, also wenn wir jetzt da mal würden schauen, dann können wir mal ausprobieren. Mal ganz unbedarft da eine Suche machen. Also Suchfenster öffnen. Und dann würden wir doch mal sagen, Bibel, Suche in jedem Bibeltext, ganze Bibel. Jetzt machen wir nicht Top-Bibel, sondern alle Bibel. Und jetzt könnte man da mal rein. Für welchem Suchfenster? Ja, genau. Ganz oben links. Ganz oben links, ja, genau. Das ist Suche über alles. Und was gibt es hier im Befehl? Ja, jetzt sind wir da beim... Ja, jetzt zuerst oben dran. Eben das Suchfenster hat ja die Bereiche Bibel, Bücher, Medien, Satzglied, Morphe, ja. Morphologisch, Syntax, oder? Ist das so? Also... Ja, und jetzt müsste man zum Beispiel sagen G-Doppelpunkt für Griechisch. Und jetzt gebe ich I Logos. Das sehen wir unten dran. Ah, ich muss. Ist gut, oder? Ah, jetzt ist es. Ja. Ah, ich muss speziell noch öffnen. Ja. Also, genau, das G-Doppelpunkt. G-Doppelpunkt, genau. Und jetzt kann man zum Beispiel mal Logo eingeben. Jetzt können alle Begriffe, die irgendwie mit Logo anfangen, oder? Und dann kann ich da auswählen. Jetzt kann ich das da Logos auswählen. Und jetzt tut er direkt da die entsprechende Suche machen. Das kleiner als, grösser als Zeichen, tut er so einen Suchbegriff eingrenzen. Das heißt, tun wir nach dem Lemma suchen, was immer die Abkürzung alle bedeutet. Logos, oder? Und jetzt kann man da mal Enter machen. Und jetzt geht er eigentlich an und dort überall, wo der Begriff Logos vorkommt, oder im Neuen Testament, tut man da jetzt im Text vom Luther 2017, von meinen Top-Bibeln, also da, wo ich die als erste priorisiert habe, anzeigen. Und das ist natürlich nochmal eine andere Art zu suchen, als wenn ich nach einem deutschen Begriff suche, oder? Da kann ich wirklich da... Das ist genau die Idee, oder auch nicht. Ja, und dasselbe gilt jetzt natürlich auch für das Hebräisch, oder? Da kann man also jetzt eben sagen H-Doppelpunkt und dann eben zum Beispiel jetzt für Chesed. Ich kann sagen, man hat zum Beispiel das da, Hasid, treu, fromm. Nehmen wir das, oder? Und suchen. Und dann bringt er alle die, die er das rein hat. Dann bringt man das in all diesen Bibeln auch, binden das, dass sie die Texte in den verschiedenen Bibeln dann auch sehen. Und wie das auch übersetzt wird. Man sieht dann auch, wie unterschiedlich zum Teil übersetzt wird. Oder? Das ist schon spannend. Da gibt es dann auch verschiedene Anzeigen. Ich kann zum Beispiel eine Rasteranzeige machen. Das wird da so aufbereitet. Dann zeigt er mir da, gut, jetzt all die Bibel, die er da jetzt berücksichtigt hat. Und ich muss jetzt, müsste jetzt da überall reingehen, dann würde ich da ein bisschen sehen, wenn er da alles zeigt. Es gibt ja verschiedene, eben der Vers ist da, wo wir vorhin gesehen haben. Die Verse sollte jetzt rein theoretisch so nebeneinander zeigen. Wenn das jetzt dabei, dass man die gleiche Version hat, war es jetzt gerade nicht. Oder eben so, wie wir es vorhin hatten. Und unter Analyse. Ich muss ein bisschen schaffen.
Antworten. Ja. Was heißt scharfe oder unscharfe Suche? Unscharfe heißt, er tut Schreibfehler zum Beispiel oder einfach ähnliche Begriffe mitnehmen. Ja, genau. Unscharfe wäre exakt. Exakt, genau. Ja. Unscharf im Englischen reden wir von der Fuzzy. Fuzzy Search. Ja. Genau. Das ist jetzt noch die Analyseansicht. Dass eben, ich sehe, es hat so verschiedene Ansichten und dann je nachdem kann schauen, was für einen dann auch da hilfreich kann sein. Also das jetzt einfach, wenn man mit hebräischem Griechisch einen Begriff her, ohne dass man eben die Tastatur hat, oder, kann man sich so da behelfen. Inline-Suche haben wir bereits auch gesagt, ich glaube, da können wir mal weitergehen. Im Suchfenster sind wir jetzt gesehen. Das Suchfenster, übrigens kann man die Suche, wenn man mal eine komplexe Suche macht, dann sagt, die würde ich gerne speichern. Immer gibt es entweder die Möglichkeit, das zu den Favoriten zu tun, oder wir können es auch oben an tun mit Drag and Drop, oder? Also bei den Verknüpfungen oben anheften. Zum Beispiel ein Symbol gerade auch noch anpassen, da so ein blaues, blaue Lupe oder irgendetwas machen. Dann habe ich genau diese Suche, oder also ich kann sagen, ja, ich habe jetzt so eine Basissuche, wo ich immer dort parat habe, die kann ich wiederholen und da kann ich nur noch anpassen, wenn ich brauche. Zum Beispiel Lemmel suchen, das immer. Das ist so wie die. Wenn du jetzt einen Suchbegriff durchgehst, hast du dann irgendwie ein Wechselfenster, weißt du, die theologische Bedeutung haben kann? Oder was ist das mit? Ja, also über die verschiedenen Hilfdinge kommen wir gerade noch jetzt, oder? Genau. Das ist jetzt so, wenn man es direkt so eingibt, oder? Es gibt aber jetzt so Vorlagen, so Hilfestellungen, wo man eben genau so Suchen kann, oder so Suchen auch unterstützt werden. Und wir würden jetzt da mal zurückgehen und eine Suche machen, eine neue. So. Auch da sehen wir jetzt, wie das Seitenfenster öffnet, das sind jetzt die Suchvorlagen. Und ihr seht, die Suchvorlagen, die sind natürlich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo ich jetzt drin bin. Also bei Büchern sieht das anders aus, jetzt weniger. Bei Medien sieht es nochmal anders aus. Bei Satzglied kommt gar gar nichts. Hingegen morphologisch gibt es wieder mehr. Und Syntax gibt es auch wieder nicht. Da muss man wieder anders schaffen. Wenn wir wieder zur Bibel zurückgehen, dann gibt es da ganz verschiedene, eben die einfachen Suchen mehr oder weniger. Oder wenn es eigentlich suchen nach einem bestimmten Ort. Da kann man sagen, jawohl, Ort. Und jetzt kann ich da zum Beispiel hineingeben, Ei als Beispiel, oder? Ei aus dem Buch Josua. Das kann ich dann so übernehmen und sagen, jawohl, suche. Jetzt sucht er mir in der ganzen Bibel, in allen Bibeln. Oder habe ich jetzt dort, jetzt fräst er einfach mal alles durch. Wenn man sich vorstellt, dass es ein kurzes Wort ist, hätte man relativ viel Rechenaufwand. Jetzt mal das durchsearchen. Ja, für uns ist es manchmal ein bisschen technisch, gell? Aber da denke ich, das ist jetzt auch wertvoll. Das ist jetzt so spannend, weil bei einem längeren Wort ist es viel schneller gegangen. Aber da haben wir es echt. Eben, wenn ihr seht, kann man dann auch Personen, oder wenn man sagt, zwei Personen, die gleichzeitig erwähnt werden, oder denkt, das war irgendwo so still, wo ist das, der David und Jonathan, wo die zusammenkommen, vorkommen, oder? Dann kann man mit David und Jonathan zusammennehmen und so suchen, oder? Und alle Stellen, wo die beiden zusammenkommen. Und so Sachen, oder? Das ist, oder da seht ihr, das sind so Vorgaben, die da drin sind. Es ist echt lustig, dass der so lange hat. Das ist okay. Ja, ja. Ja. Ja, ich glaube, ich muss das mal. Bei mir ist es schneller gegangen. Ah, da geht es schon hoch. Das ist ein Problem.
Genau, jetzt sehen wir da, wo das Ei überall erwähnt wird. Oder man kann auch schauen, zum Beispiel Neues Testament in Bezug auf das Alte Testament. Dann kann man da irgendwie Neues Testament Stellen nehmen und schauen, wo bezieht sich das, oder? Ja, ich bin jetzt gerade am Schauen bei dem, da, wie das ist, wie der gibt es. Es gibt alttestamentliche Stellen, die im Neuen aufgegriffen werden. Also zum Beispiel damals sagen, das ist Psalm 69. Schauen wir mal, ob das etwas bringt. Ja. Ja, vielleicht ist das mit allen Bibeln jetzt da, wenn man es überlegt, nicht ganz schlau. Ne? Das mal abklemmen und das mal auf die Lutherbibel reduzieren. Und das löschen. Gut, vielleicht noch zu der Suchhilfe. Also wir haben auf der einen Seite die Suchvorlagen oder aber wir haben da drin auch die Suchhilfen. Oder zum Beispiel Grundlagen, man kann suchen nach einem Wort. Oder alle Wörter, dann sehen wir, das sind alle Wörter nacheinander. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ohne Komma, ohne nichts. Dann müssen alle Wörter kommen. Jetzt können Sie zum Beispiel da draufklicken. Und jetzt sehen wir jetzt über... Wie zeigt sich Suchhilfe an? Wie? Die da? Ja, Suchhilfe. Die Anzeige. Also rein theoretisch sollte die kommen, wenn alles leer ist. Wenn alles draus ist, sollte das kommen. Okay. Ja. Und jetzt könnt ihr da draufklicken, jetzt übernimmt es gerade, oder? Dann können Sie, probiere ich gerade mal rasch aus, oder? Eben, das ist jetzt ein Vers, oder? Wenn man es wieder löscht, kommt man da wieder zurück, oder? Oder, wenn ihr jetzt sagt, eins von diesen Wörtern, also quasi eine Ohrverknüpfung, oder? Dann ist es mit Komma. Das ist dann die, oder? Also wo Glauben oder Hoffnung oder Liebe vorkommt, und da kommen jetzt natürlich viel mehr, oder? Das ist dann die Variante. Oder wenn ihr etwas ganz genau, zum Beispiel Sohn des Menschen, das in Anführungszeichen, dann sucht ihr überall, wo genau der Begriff so vorkommt. Oder? Das ist so der Grundlegende. Jetzt sehen wir, dass man mit diesen logischen Operatoren aber auch arbeiten kann. Wenn ich jetzt natürlich sage, das und das oder noch das, oder? Dann kann ich das, sehen wir, kann das mit und oder beschreiben und nicht. Das ist auch so. Also, eben was halt dann da lustig ist, wenn es so verdeutscht ist. Oder? Das ist jetzt, finde ich jetzt natürlich sehr. Da ist der Syntax Großschreibung ist da wichtig oder? Ich meinte ja, aber wir können das ja mal ausprobieren, oder? Weil sonst sucht er nach dem Und, würde ich eben sagen. Oder wenn man sagt, Tag des Herrn und zum Beispiel, da sucht man zum Beispiel eine neue Idee in anderen Büchern, oder? Und das Beispiel jetzt einfach. Das ist neue Hymne. Eine neue Hymne. Ja, jetzt tut er nach Und suchen. Ist klar, der tut jetzt das mit Und verknüpfen. Oder? Klar, wenn es groß schreibt, genau, dann weiß er, okay, das ist das und das.
Also ich denke, gerade die Hilfe, die ist wirklich wertvoll, oder? Darf ich aber schnell fragen, wenn ich den Operatoren, wo findest du die? Also wenn du jetzt hier leer hast, oder, ist ja die Suchhilfe da, dann gehst du runter, logische Operatoren. Man kann dann auch mit Klammern arbeiten. Also eben, und nicht heisst, dass in dem Vers in Jesus vorkommt, aber Christus nicht, oder? Heisst das und nicht. Und dann gibt es noch Schnitt, also die Überschneidung, oder? Also wenn du jetzt zwei Mengen hast, oder? Also quasi die Überschneidungsmenge. Das ist jetzt da einmal Person Jesus oder Person Gott, überschnitten mit dem Sprecher, Person Jesus. Was das gibt, als Suche. Lieder und Sprache. Wir sind gleich dafür. Ja. Genau, das sind jetzt alle die Aussagen, die Jesus gemacht hat, oder? Wo entweder Jesus selber oder Gott vorkommt. Oder? Dann gibt es aber auch Operatoren, wo man kann, den Abstand festlegen kann. Zum Beispiel kann man sagen, ich suche Jesus und Christus, aber Jesus muss vor Christus sein. Oder? Und zum Beispiel so ganz speziell sagen, wo kommt Jesus Christus, wo kommt Christus Jesus vor. Oder so Sachen. Aber das kann man ja mit verschiedenen Wörtern natürlich machen, oder? Das ist klar. Also eben mit Vor und Nach. Oder Nahe. Das heisst, es muss dann, Nahe heisst, irgendwo ist es definiert, wie viele Buchstaben. Nein, nicht schlecht. Ja, Irrtum vorbehalt, gab 40 Buchstaben, aber... Ja, wie man sagt, es ist irgendwo in der Nähe, ich glaube, ja. Das ist also, ja. Nur im gleichen Satz, oder? Dann kannst du es noch selber definieren, binnen. Ja, unten dran kann man es selber, genau. Ja. Sagt man vor oder binnen, genau. Genau. Also wie da gesehen, da gibt es also eine unendliche Möglichkeit fast. Da können wir gerne den Detail durchgehen, sonst sind wir dann eben im Namen. Dann was, wenn wir vorhin gesehen haben, oder, zum Beispiel Person. Oder wenn ich jetzt da sage, ich suche nach einer bestimmten Person, dann kann man mit kleiner als den Person. Und jetzt geht der ist es sein Faktenbuch rein und jetzt sage ich zum Beispiel den Aaron. Aaron. Oder jetzt findet er das. Er sucht jetzt das, oder? Aaron. Aaroniter ist der Haus, das ist nicht Person. Oder der Eliasa, der Sohn von Aaron und so weiter. Oder? Das ist alles, was jetzt mit Aaron zu tun hat. Und jetzt kann ich den übernehmen. Und jetzt sucht er nach dem Aaron. Wo immer dann Person vom Aaron, oder ihr seht zum Beispiel da mit Er, oder? Das Er bezieht sich auf den Aaron. Und er bringt die Versen eben auch. Also nicht nur dort, wo Aaron steht, sondern dort, wo wirklich ein Bezug ist auf den Aaron als Person. Oder das ist der Vorteil dann von dieser Suche. Dasselbe dann auch für den Ort. Jetzt würde mich nochmal wundern, da. Jetzt gehe ich da auf, wobei ist jetzt noch lustig, das ist gerne nicht übersetzt. Ich meine, vorhin war es mit Ort gewesen. Ort, Ei, Stadt, genau. Also da unten ist jetzt lustigerweise nicht übersetzt, Place, oder? Aber es wird halt beides dann funktionieren, oder? Deutsch und... Also eben die Übersetzungen sind, wie wir gesehen haben, nicht immer. Jetzt kann ich sagen, jawohl, Ei aus dem Buch Josua. Und jetzt bringt er mir überall. Oder da sehen wir zum Beispiel den Vers 4 auch wieder. Erreichten sie dort, oder rief er den Namen des Herrn, dort ist in Ei offensichtlich. Ne? Oder da, weil wieder der Vers 4 sieht, hinter der Stadt, die Stadt bezieht sich auf Ei. Oder? Das ist eigentlich dann der Vorteil der thematischen Suche.
Dasselbe gilt für bestimmte Sachen, wobei das einfach eingrenzt ist auf das, was im sogenannten Faktenbuch dann auch wirklich hinterlegt ist. Das ist nicht jedes Ding, oder ist denn da, aber sehr viel ist dann. Dasselbe das Thema dann, Biografien hat es auch ein paar Wortbedeutungen. Dann sehen wir hier Label, also Sprecher, kann man da, ein Adressat. Das ist so da. He? Sprecher und Adressaten. Zum Beispiel jemand, der jemand anderem etwas sagt, oder da zum Beispiel, wo Jesus etwas sagt in Jerusalem, oder ist das, nehme ich jetzt mal an. Oder die Leute in Jerusalem. Da kann man das so. Also Sprecher, Person Jesus, und Adressat, Ort Jerusalem. Das müsste rein theoretisch, genau, da wo er eigentlich zu Jerusalem redet. Genau, da redet er zu Jerusalem. Nicht zu den Leuten in Jerusalem, sondern zu Jerusalem. Genau. Du erkennst, ja, das ist die Stelle. Dann natürlich die Bibelstelle, das ist auch klar. Stromnummer und so, das ist eigentlich auch klar. Oder dann eben, wenn man direkt nach einem bestimmten Lemma dann sucht oder nach einem bestimmten Wort, das haben wir bereits gesehen. Also die Hilfe, das ist wirklich sehr wertvoll. Oder da kann man durchgehen, kann dort mal ausprobieren oder eben, wenn man dann etwas sucht, dann kann man sich da brauchen. Eben bei Büchern haben wir gesagt, ist das ein bisschen mehr eingrenzt. Weil da sucht er dann in allen Büchern nach bestimmten Themen, nach bestimmten Sachen. Das ist vor allem dann wichtig, wenn ich ein bestimmtes Thema vorbereite und sage, wo überall habe ich etwas oder dazu. Bei Medien dann dasselbe, wenn ich da irgendwie einen Tempel oder was sind nicht was, habe ich Bilder, habe ich Videos oder was immer, da ohne da jetzt weiterzugehen. Bei der Satzgliedsuche, da geht es jetzt natürlich schon mehr in die Sprache hinein auch und mehr Details. Wir müssen vielleicht da jetzt ein bisschen Gas geben, damit wir dann da doch noch fertig werden laufen. Ja, ich merke, dass die Zeit ein bisschen läuft. Also das habe ich da, suche Satzglied. Dann eben die morphologische Textsuche. Da würde ich einfach sagen, es gibt jetzt die beiden Varianten. Entweder tut man in dem Suchfenster, da unter morphologischer Suche, da, auch da gibt es natürlich jetzt wieder verschiedene Hilfen, aber da gibt es auch einen Assistent. Das heisst, ich kann unter Dokument Morph suchen. Und dann werde ich dort mehr geführt. Also wenn ihr in Dokument hineingeht, neu und da Morph suchen. Also wenn ihr Dokument hineingeht, dann ein neues Dokument machen, das wäre jetzt eben die morphologische Suche. So, jetzt sollten wir alles aufbereiten, jetzt müssen wir da überlegen, wo suchen wir überall. Ich kann jetzt da sagen, suchen wir zum Beispiel die ganze Bibel oder suchen wir nur in einem Teil von der Bibel, Neues Testament, Altes Testament, also ein Neues Testament. Also das musst du über Dokument machen oder kann einfach direkt bei der Suche reingehen? Nein, die Morph-Suche, das ist eigentlich ein zusätzlicher Hilfsmittel. Ja, aber jetzt rede ich einfach für die Suche bei dem Suchfenster, dann gibt es mir den Ritter Morph. Jawohl. Da kann ich doch suchen. Ich muss nicht zuerst noch bei den Dokumenten irgendetwas öffnen. Ja, ja, du kannst natürlich gerade jetzt zum Beispiel sagen, ich suche nach den Wurzeln, zum Beispiel Zahn, oder? Da hat sie da schon so Beispiel. Genau, das ist das Beispiel, oder? Dann ist alles, was irgendwie mit den Wurzeln von Leben, oder? Zau zu tun hat, oder? Da bringt er dann alles, was mit Leben zu tun hat. Aber wenn ich jetzt dort eben etwas anderes suche, was nicht da in dem Beispiel schon vorgegeben ist, eben, wenn jetzt dann muss sagst, ich das einfach ändern. Ja, genau. Du sagst Wurzeln, du sagst Griechisch und dann halt irgendwo zum Beispiel Gala für Milch, oder? Ja.
Und sagst, ja gut, wo überall kommt Milch? Bier habe ich euch zu trinken gegeben, aber das ist... das, jetzt kann man das natürlich noch erweitern, oder? Dass man jetzt nicht nur... Wie das ist quasi mehr oder weniger eben eine Wurzel oder eine Lemma sucht, das ist das, was wir vorher schon gemacht haben. Jetzt kann man es natürlich noch eingrenzen von der Satzstellungen her, von der Wortart her, oder? Dass ich sage, ja, nein, ich will... Ich suche jetzt in dem Fall ein Verb und jetzt müssen wir da schauen, in einem bestimmten Tempus, oder? Dass ich sage, für die Futur. Ja, ich bin nicht mehr. Aber ich so, da oben links steht jetzt Search, oder? Das ist jetzt auch nicht übersetzt, das Search. Jetzt würde ich suchen, oder mal nach dem. Das ist jetzt natürlich noch nicht mehr vollständig. Oder? Aber eben da muss man jetzt schon ziemlich auch in die Sprache hinein, in die Grammatik hinein, oder? Wenn man zum Beispiel irgendwo einen Nebensatz etwas sucht, oder? Oder in einem ganz bestimmten Fall, oder? Jetzt bringt eigentlich alle die, die ja, jetzt dem entsprechen. Alle Verbe, die im Futur sind, zum Beispiel, da bringt er jetzt also Sachen. Hm? Ja, also da... darf ich das wieder mitgeben als Übungsfeld? He? Da könnt ihr also... Aber ihr wisst jetzt, wo das ist und mit welchen... Das sind noch 7, 8 Jahre. Genau. Ja, und dasselbe gilt übrigens auch für die Syntaxsuche. Bei der Syntaxsuche gibt es auch so einen Assistent. Auch da bei Dokumente, neu. Und dann haben wir da Syntax suchen. Und da kann man jetzt das Ganze mal eingrenzen. Und da gibt es Vorlagen. Da so gut, zum Beispiel. Auf Deutsch gibt es keine Vorlagen. Gibt es keine Vorlagen? Mhm. Für diese Suche sind keine Vorlagen verfügbar. Aber dann an eine Suchhilfe. Hilfe bei der Suche, Hauptbuch, Deutsches Forum und ja, so weiter. Ja, ja. Genau, Fall ist es einfach so, dass man jetzt da hingehen kann, oder, und beim Wort dann eingrenzen, sagen, okay, nach was suche ich überhaupt, oder? Keine Ahnung, ob es etwas Gescheites gibt. Ja, da geht man nicht hin. Gut, also da ist es auch so ein grafischer Editor, oder, wo man das so zusammenstellen kann. Aber da muss man sagen, man alle schauen, was da Sinn macht. Oder, wenn man, aber das ist wahrscheinlich auch eher dann vertieft mit der Sprache suchen. Gut, das wäre mal die Vertiefung jetzt gewesen, der ganzen Suchfunktion. Also eigentlich jetzt wie die ganze Bandbreite gesehen, was ist alles möglich, was ist alles da. Eben da braucht einfach Übung, da muss man dann auch schauen, was, am besten halt dann, wenn ich dann auch wirklich einen Fall habe, oder? Wenn ich sage, oh, da suche ich jetzt auch etwas ganz Spezifisches. Aber dass wir wenigstens jetzt wissen, wo finde ich was, wo kann ich einen Anhaltspunkt. Dann würde ich zum nächsten Foliensatz gehen. Dokumente. Bei den Dokumenten, wie zu Beginn ja gesagt, wir haben die hier oben. Bei den Dokumenten ist alles drin, was ihr irgendwie in irgendeiner Form mal da erstellt habt. Und so in der eigenen.
man kann dann auch das wieder zusammenfiltern, oder? Je nachdem, nach der Art, nach dem, was man da gemacht hat. Oder allenfalls von der Zeit her. Und sagen, oh, jetzt habe ich gerade letztens etwas gemacht, oder dann kann ich das da entsprechend darlegen. Man kann das auch teilen. Also die Idee ist, dass man sagt, jawohl, ich habe etwas, ein gutes Dokument gemacht, da würde ich auch anderen zur Verfügung stellen. Also dann ist die Möglichkeit, dass ich dann angehe und sage, jawohl, das da kann ich entsprechend öffnen. Jetzt muss ich dann mal schauen, was da. Das ist ein Kontext, wo ich kann da auf Teilen gehen. Also zu schauen, vielleicht ist das jetzt noch gar nicht auch ein Dokument so. Ja genau, da haben wir Teilen, oder? Gesendet. Sobald ich sage Teilen, dann ist das für andere unter öffentlich zugänglich, oder? Das ist also der, wenn sich viele Mal haben etwas Gutes gemacht, das können andere sicher brauchen, ja. Aber eben, das Dokument ist nur, unter Dokumenten können wir nur die Sachen, die ich auch als Dokument eröffnet habe. Ja. Das ist einfach die süchtige Arbeit, die verschwindet. Ja. Also, was man noch machen kann, wenn ich auf den öffentlichen Gang suche und ich finde jetzt etwas und sage, hey, das ist gut, da finde ich jetzt eine ganz gute Sache. Beispiel da Romans 8, was ich noch, hat jemand etwas gemacht. Da kann man einfach da auf den Kontextmenü gehen. Aha, jetzt haben wir doppelklickt, ja, das ist jetzt. Moment. Öffentlich. Ja. Also sobald ihr draufklickt, wird es aufgerufen im Browser innen, oder? Und zeigt dann an, wer hat das gemacht, wer hat das geshared, um was geht es überhaupt. Wenn ich jetzt sehe, okay, ja, mal, das ist gut, dann gehe ich einfach da mit dem Kontextmenü zu Ihren Dokumenten hinzufügen. Und dann erscheint es nachher unter eigene Dokumente. Und dann kann ich das nachher dort selber weiter bearbeiten. Ich mache eine Kopie von dem, oder? Kann dann mit dem arbeiten. Also das ist dann, wenn ich mal schaue, ob jemand gerade eine Arbeit gemacht über ein bestimmtes Thema, das könnte interessant sein. Gut, das ist so ein bisschen der Community-Aspekt. Und das haben wir da. Jetzt ein neues Dokument erstellen. Wenn wir jetzt da mal hingehen und schauen, was sind das überhaupt für Dokumente? So. Also Dokumente neu. Dann sehen wir jetzt da die Liste. Wir haben die Bibliografie, Gebetsliste, Handzettel, Leinwand, Lesebuch und so weiter. Dann hat es da, ich sage jetzt mal, einzelne Sachen, die hilfreich sind und andere, ja, wo ich jetzt einfach mal Fragen zeigen kann, also okay, also ist vielleicht noch nett, aber so ist es vielleicht nicht unbedingt geschickt. Was wir ja bereits schon kennengelernt haben, da, das sind die Suchen gewesen, also die Morph-Suche da und die Satz. Wann haben wir es gehabt? Das war mal eine Suche gewesen, ja? Syntax-Suche, genau. Da haben wir es, ja. Also die beiden haben wir bereits gesehen, das gehört eigentlich zur Suche. Mit dem kann ich so eine Suche definieren, wo dann auch abgespeichert ist nachher, das Dokument. Die habe ich nachher dort drin. Dann der visuelle Filter, den haben wir auch schon kennengelernt. Um eben können, entweder in einem Buch oder in einer Bibel bestimmte Begriffe etwas Besonderes hervorzuheben. Dann,
Folie zurückgehen. Ich habe da mal die wichtigsten Sachen zusammengestellt. Also in der Leinwand, ob ich jetzt da mal sage, dass, wer immer das übersetzt hat, das Deutsche, also ich würde da nie Leinwand sagen, aber... Also Leinwand ist nichts anderes als ein Blatt Papier. Und jetzt kannst du darauf zeichnen, schreiben, Bibelstellen übernehmen. Aber ich muss eigentlich sagen, was da gut ist. Man kann natürlich gewisse Sachen übernehmen, wo irgendwo da drin ist. Also nicht nur Bibelstellen, sondern auch eben irgendwelche Infokarten. Also ich kann jetzt mal hingehen und sagen, jawohl, ich mache da für bestimmte Bibelstellen so eine Arbeit. Schauen, ich kann da, also zuerst ist der Bibeltext einfügen und nachher habe ich Infokarten zum Begriff von dem Bibeltext. Jetzt müssen wir da schauen, wo muss denn da die Bibelstelle, oh, Bibelstelle einfügen. Jetzt kann ich hingehen und sagen, zum Beispiel, also nehmen wir mal Lukas, da kann ich jetzt Besuch Marias bei Elisabeth als Beispiel zeigen. Dann fügt er den Text so ein. Jetzt kann ich hingehen und sagen, jawohl, die Elisabeth. Wenn ich jetzt da drauf klicke, dann tut er mir auf der Seite alles irgendwie einblenden, was er findet. Zu der Elisabeth. Da gibt es jetzt irgendwo offensichtlich so eine Infokarte. Jetzt kann ich die nehmen und da über den Zeichen. Jetzt macht man da so wie eine Strichlöte da drüber. So, also Blumen schieben. So. Ich kann natürlich da auch Text markieren. Oder was sind wir? Also da gibt es verschiedene Sachen, Textmarker. Oder da gibt es eben so verschiedene Outlines, Linien, Pfeil, Formen oder selber noch einen weiteren Text rein tun. Also da kann man alles ein bisschen. Also können wir sagen, es ist eine Art Mindmapping-Tool oder so eine Art. Notiz, ja. Jetzt zum Beispiel da Frucht, jetzt kommt auf der Seite so eine Infokarte zu dem, oder? Jetzt hat man da gerade mal so... Ja. Jetzt kommt da Frucht, Karpos, oder? Jawohl, die allerwichtigsten Informationen, oder, zu dem. Dann hat man da... Genau, was immer. Also... Das ist jetzt nur eine Klammerbemerkung, ich arbeite jetzt mit dem nicht, aber es ist da, man kann mit dem arbeiten. Ja genau, du hast da ja verschiedene. Ja, manchmal, die Leute arbeiten dort unterschiedlich, oder? Man kann dann da so Sachen zusammenstellen, was immer. Also das ist das eine, was ich kurz vorstellen wollte. Dann gibt es ein Tool, wo da, heisst, das Dokument, das heisst Handzettel. Und Handzettel ist auch, gerade auch so ein bisschen die Richtung, ist ein bisschen mehr strukturiert. Also bei einem Handzettel, auf der Seite. Da gibt er eine gewisse Struktur vor, oder? Mit, da, da dann mit der, der Bibelstelle, Epheser 1 bis, weiß ich nicht was, 3 als Beispiel. Und dann sucht er alles zu dieser Bibelstelle, alles was er irgendwie findet. Oder? Und dann kann man das nachher so da reinziehen und kann so eine kleine Broschüre machen. Irgend sowas, oder? Also das ist so ein bisschen die Idee von dem. Man kann nicht selber reinschreiben. Nein, jetzt habe ich da, jetzt habe ich die Epheser-Stelle, die hat er jetzt da mal übergenommen. Ja. Aber selber jetzt irgendetwas reinschreiben. Ja, lustigerweise hat er den Fernsehtree von Jesus noch reingenommen. Selber reinschreiben, das ist da, glaube ich, nicht so vorgesehen. Man kann dann da so verschiedene, alles was jetzt irgendwie findet da dazu. Nein, jetzt habe ich es gesehen. Doxologie, das hätte er ja schon. Jetzt hat es plötzlich etwas geöffnet, wo selber etwas reinschreiben.
Neuen leeren Inhalt, genau. Ja. Neuen leeren Inhalt. Da kannst du Titel und den Text, ja, genau. Genau, jetzt hat er das da eingefügt. Ja. Das ist neu in Lehrinhalt, dann kannst du selber etwas machen. Gut, also das wäre zu dem, ohne dass ich da jetzt länger würde, verweilen. Es gibt ein paar Sachen. Es gibt auch eine Option Predigt, da kann man Predigt-Info machen, Haupt-, Unterpunkt. Man kann dann das als PowerPoint-Folie exportieren. Aber jetzt, das ist aber auch wieder ein bisschen meine Meinung, die ich jetzt da habe. Man kann relativ wenig wirklich dann direkt reinholen da. Was ich muss sagen, ich arbeite lieber mit dem PowerPoint. Dann, ja, dann weiss ich, wie ich habe und weiss, wie es aussieht. Und ich kann dann immer noch von da, vom Logos, überkopieren. Ja, genau. Also das, darum sage ich, das Feature, ja, das Feature ist jetzt also nicht da. Dasselbe gilt für die Zitatsammlung. Ich kann so eine Zitatsammlung machen, aber für das setze ich also Zitat ein, wenn ich zurück in der Arbeit habe. Dann, da habe ich übrigens extra noch da den Link hinein tun, für die das nicht kennen. Zitat ein Schweizer Produkt von der Uni Zürich. Sehr tolles Produkt, um eben gerade verschiedene Werke zusammenbringen, Zitat sammeln. Und wenn man etwas schreibt im Word, kann man darauf sich beziehen. Also, ausgezeichnet, also sehr gut dokumentiert alles, wirklich sehr empfehlenswert. Gut, viel mehr gibt es aus meiner Sicht jetzt da im Bereich Dokument nicht zu sagen. Wie viel mehr ist da, die verschiedenen Sachen, die da rum sind, jetzt eben einen Leseplan machen, natürlich kann man da machen, oder so eine Gebetsliste. Ich würde nicht sagen, ich mache alles da rein, oder? Dann ist das eine Variante. Das ist jetzt nicht der Ort, wo ich all diese Sachen mache. Dann gehen wir noch weiter. Wir haben nämlich noch einen Vorsatz. Wir haben ja noch ganze 10 Minuten. Assistenten und Werkzeuge. Gut, Assistenten und die Studienhilfe, die sind ja unter dem gleichen Titel, oder unter Assistenten. Sollen wir da mal zurückgehen zu den Assistenten, da, die Assistenten öffnet. Dann muss man das eben unterscheiden. Assistenten ist eine Sache und Studienhilfe ist eine andere Sache. Assistenten kann man vielleicht so sagen, das ist wie eine super gute Suchmaschine. Die tut man da rein, genau bestimmte Punkte zusammenstellen. Jetzt, alle die Assistenten, die da mal vorgegeben sind, die sind irgendwo für einen bestimmten Zweck gebaut. Also zum Beispiel ein Exegese-Assistent, Predigtassistent, Mathematikassistent oder was immer. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, es gibt im Hintergrund vielleicht so, wenn ich mich ganz sehe, 25, so verschiedene Elemente, die er sucht. Jeder von den Assistenten sind die Elemente, geschickt zusammengestellt für da. Also wenn wir zum Beispiel mal den Exegese-Assistent nehmen und wir nehmen da zum Beispiel Epheser, das 3 bis 14 als Beispiel. Dann sehen wir da drinnen jetzt verschiedene Elemente. Da mal alles einklappen. Die Elemente, die jetzt hier sichtbar sind, ich muss das gerade mal ein bisschen vergrössern, das sieht man es gar nicht. Wie zum Beispiel meine Inhalte. Das ist ein so ein Suchelement. Da sucht er alles, was ich ein Dokument oder schon irgendwie abgeleitet habe zu dem Thema, zu dem Bibeltext. Oder Textkritik. Da kann man das mal öffnen. Textkritische Kommentare, textkritische Apparate, kritische Editionen und so weiter. Alles, was irgendwie mit Textkritik zu tun hat. Und ich im Logos drin habe. Das zeigt er mir. Oder Wort für Wort. Und
da haben wir jetzt den ganzen Text, oder, der da auseinandergenommen wird, oder? Da kann man jetzt da detailliert anschauen. Mit wieder weiterverweis, oder? Also da kann ich jetzt wieder Wortstudie von da aus machen und so weiter. Also das ist einfach eine riesige Sammlung von Informationen zu dem Bibeltext jetzt in dem Fall. Und so gibt es jetzt für die verschiedensten Aspekte über die unterschiedlichen Assistenten. Über den Wortstudienassistent als Beispiel, dann kann ich da beispielsweise sagen, ich will jetzt eine Wortstudie machen vom griechischen Logos. So. Und dann bringt er mir eben, das Lemma bringt er mir die Übersetzungen, die ich dann da sehe, den semantischen Bereich von dem. Und bei jedem von euch sehe ich dann wieder weiter, wie das Wort bei der Übersetzung wiederum verwendet worden ist. Septuaginta-Übersetzungen, Wurzeln, Wortbedeutungen, Verweisbeispiel und so weiter und so fort. Also da kann ich dann eigentlich von einem Assistent wieder in andere hineinkommen. Oder dann auch Kommentar. Was für Kommentar habe ich jetzt in meiner Library zu dieser Textstelle? Oder was für Zeitschriftenartikel gibt es und so weiter. Dann sehen wir hier unten, es gibt weitere Gruppierungen, Assistenten zur Bibelauslegung. Jetzt kommt natürlich der gleiche Assistent, der oben schon mal war, erscheint dann da wahrscheinlich irgendwo auch wieder mal. Also wir haben da eine ganze Reihe von so unterschiedlichen Assistenten. Aber das ist nichts anderes als quasi einfach eine andere Zusammenstellung von diesen Grundelementen, die da sind. Wenn ihr das Gefühl habt, ich mache mir einen super Assistenten, das ist gerade alles drin. Dann könnt ihr das auch machen. Dann sagt ihr einfach unten dran neu, eigener Assistent. Und dann können wir dem mal sagen, super Assistent, oder? Und jetzt seht ihr da auf der Seite einzelne Abschnitte. Das sind jetzt eben die Abschnitte, die ich vorhin gesagt habe. Die sind alle da. Das ist wahrscheinlich mehr als das. Das heisst, ich kann jetzt zusammenstellen. Zum Beispiel, wenn ich sage, jawohl, ich will Atlas, oder? Dann will ich gern antike Literatur. Ich will noch. Was möchte ich denn noch gern? Antike. Illustrationen, interessante Wörter, Kommentar natürlich, Konkordanz, Kurs, was dazu gibt, Medien, Orte von der Bibel, Parallelstellen natürlich. Wie kann man denn den neuen Namen geben? Einfach oben dran, da wo jetzt der Platzhalter ist, oder fürs Neue. Einfach reingehen und überschreiben. Ah, okay. So, und so weiter und so fort. Also jetzt wirklich all das ist einfach vorhanden. Ich will jetzt in Schriftenartikel. Irgendwo gibt es, glaube ich, noch da, wo ich nicht. Der Wortstudienassistent. Kannst du den mal noch rücken? Ja. Gut, ich tue es mal dann rasch fertig erstellen. Also einfach, dass sie wissen, die können selber auch, oder? Die zusammenstellen. Und er tut dann zu einer bestimmten Stelle, dass dann nachher zusammenstellen. Also du hast Wortstudie wählen, gell? Mhm. Also auch wenn Zeit da ist. Ja. Mal schauen, ich sehe, dass die Zeit ein bisschen. Wenn ich den dann auch vorgesehen habe, ja. Also du meinst Wort für Wort, das hat? Nein, Wortstudium wahrscheinlich. Das ist schon der Assistent, und der unten ist bei uns eine Ausgabe, ist Wortstudie. Ja, genau. Assistenten, jetzt können wir da mal sagen, Wortstudie, Assistenten.
also wir gehen das Wort ein. Und wir sehen, dass er jetzt da ja auch die verschiedenen Bereiche hat. Eben hat der Lemma-Bereich, wenn man das darlegt. Immer wo noch mehr ist, oder? Kann man schauen, gibt es noch, hat er noch mehr Informationen, die er uns würde sagen. Er nimmt die verschiedenen Werke, die er drin hat, wo das Wort irgendwo erscheint. Und wenn du jetzt sagst, ja, jetzt würde ich da gerade bei dem nachschauen, dann klickst du einfach drauf und dann öffnet er das Werk dort direkt, oder? Dann bei den Wortbedeutungen. Jetzt bin ich vielleicht falsch, oder? Viel laufen dann, sonst. Was haben wir denn vorher noch nicht gekauft? Das ist ja gleich. Das ist das jetzt vom Bereshit. Über diesen Bereich zeigt dir eigentlich das Wort. Wie wird das übersetzt? Eben am Anfang, da gibt es aber da offensichtlich noch andere Bedeutungen. Und nachher kannst du dort schauen, Erste, wo wird Erste? Oder das ist quasi dann der zweite Kreis, oder zeigt jetzt auch so umgekehrt. Oder? Also in dieser Übersetzung, das ist jetzt eine gute Übersetzung, das Erste, wo überall, oder? Mit welchen Wörtern, hebräischen Wörtern, wie ist jetzt da übersetzt? Oder? Das ist eigentlich dann zum Semantik von dem Wort können genauer untersuchen. Dann unten hast du die Wurzeln. Verwendungsbeispiele, die wir da drin haben. Ja, Verwendung, dann müsst ihr jetzt selber mal auch gar nicht, weil man nie gebraucht hat. Ja, und unten dran tut er zum Beispiel Suche vorbereiten. Also man sagt dann, das würdest du suchen, oder in den und den Quellen, die du hast, hat er da schon bereits vorbereitet. Ja, das ist da vom Kontextmenü gewesen. Genau. Genau. Weißt du, kannst auch mit dem Assistent kannst du im Prinzip eine leere Wortstudie aufmachen und sagen, jetzt, die mache ich selber oder ich gehe jetzt dem. Und dann hast du wie einen Assistent, der dich durch eine Wortstudie durchführt. Jawohl. Jetzt müssen wir aber schauen. Genau, damit wir das jetzt doch noch durchgehen können. Das eine sind jetzt eben der Assistent. Der Assistent, der tut er einfach, eben, da kannst du eine Stelle angeben oder ein Wort angeben und dann sucht er alles zusammen. Und etwas anderes sind jetzt eben die Studienhilfe. Oder? Weil eine Studienhilfe ist wiederum etwas anderes, weil eine Studienhilfe dort dich durchführen und dort musst du auch selber noch etwas tun, also etwas eingeben. Also da gibt es auch die Wortstudie, das ist damit noch unübersetzt. Und da, okay, genau. Ja, da bist du jetzt in dem hinein, oder? Und das ist jetzt ein Unterschied, oder? Weil eine Studienhilfe tut eben, oder ist nachher auch abgeleitet, also das ist nachher dann zur Verfügung, mit all den sagen wir mal, Informationen, die ich selber dann dazu eingegeben habe. Also wenn ich jetzt da, jetzt kann ich da vielleicht wieder was Neues anfangen, so. Genau, jetzt kann ich eigentlich da durchgehen, oder? Das durchlesen, was alles ist da vorgesehen. Und sobald ich dann sage weiter, oder? Dann tut er mir das auch markieren. Sagt, ja, das ist okay. Dann kann ich das da studieren. Kann von da aus jetzt eben zum Beispiel in die Quellen hineingehen. Das für mich anschauen. Jetzt habe ich das in einem neuen Fenster auf. Ich muss das
Ja, jetzt bin ich wieder da. Und dann kannst du da die eigene Reflexion oder angeben. Kannst du jetzt einfach da erfassen. Also irgendetwas und dann, wenn du sagst weiter, oder, dann ist das abgeschlossen da. Oder da wirst du jetzt eigentlich wie Schritt für Schritt durchgeführt und noch angeregt, dass selber noch etwas eingibst, oder? Und am Schluss, es ist auch so, du findest dich nachher wieder unter begonnene Studienhilfen, oder solange du noch nicht abgeschlossen hast. Sobald du alles durchgegangen bist, dann kommt das dann, jetzt in meinem Fall ist es ganz unten da, abgeschlossene Studienhilfe, also dann ist es da. Also lange da, weißt du, zeitlich wären wir jetzt eigentlich langsam, dass ich noch kurz für etwas sagen würde, und durch die Folie noch so durchgehen. Die Assistenten, jetzt nochmal, ist quasi wie eine Suchmaschine, eben mit den verschiedenen Kategorien. Und entweder zu einem Topic, also zu einem Thema, Begriff oder zu einer Bibelstelle alles zusammensuchen. Und kann darstellen. Also da gibt es, das sind die verschiedenen Exegese-Assistenten, aber eben ich kann auch einen eigenen Assistenten so zusammenstellen, dass da so darstellt. Studiehilfe oder eben Workflows. Das ist eine prozessorientierte Anleitung, die Schritt für Schritt durchgeführt wird. Und dann kann man sich vertiefen in das Thema, kann die entsprechenden Schlussfolgerungen oder was immer auch, Überlegungen kann man aufschreiben. Und man hat das dann nachher wieder zur Verfügung. Eben entweder begonnen, noch nicht abgeschlossen hat, oder abgeschlossen ist, kann man dann wieder zurückgreifen. Dass nicht alle die Themen, die da drin sind, wo man durchgeführt wird, zum Beispiel die Auslegung. Auch da kann man mit auch eigene Studienhilfe, wobei das ein bisschen aufwendiger ist. Oder? Man kann nicht einfach so zusammenklicken, sondern muss ja dann noch sagen, was will ich eigentlich genau, welchen Schritt, was sind die Überlegungen, was erwarte ich. Also eine eigene Studienhilfe zu erstellen, ist dann schon wieder ein bisschen aufwendiger. Also wie ein eigener Post. Und dann möchte ich noch zu den Werkzeugen etwas sagen, das ist jetzt das letzte Thema, Tools. Das ist, wenn ihr da schaut, jetzt im hintersten Teil, das da. Werkzeug, wir haben bereits eigentlich jetzt einige von diesen Werkzeugen ja schon benutzt. Also mit anderen Worten, in den Assistenten benutzt er amix verschiedene Werkzeuge. Und bei den Werkzeugen gibt es einfach Werkzeuge, wo wir da jetzt wie Inhalt zum Inhalt erstellen haben. Wir haben bereits gewisse Sachen ja schon gesehen. Dann Werkzeuge, die sich mit Bibeltext bezeichnet. Über Textvergleich haben wir da schon gesehen. Oder dann ein Atlas, der ist da hingelegt. Also ich kann dann da irgendeine Stelle auch eingehen, kann die filtern. Und da gibt es also so verschiedenste Themen, zum Beispiel Jakobs Status, Family. Dann nachher wird mir das angezeigt. Oder? Dann sehe ich da die Karte, die entsprechend vergrößere, wo der Jakob durchgegangen ist, oder bei seiner Reise nach Haran. Oder? Das wäre dann der Atlas. Ja, so Nachschlagewerk, über das haben wir ja gekannt, Favoritensammlung ist auch noch ein anderes Ding, die Einstellungen haben wir gesehen, sind da gerade mal in der Folie, eben da, wo wir dann halt mit denen mal auch arbeiten, ich habe da jetzt einfach, das sind so zusammengestellt, die Kategorien, die es gibt, zu den verschiedenen Teilbereichen, eben Atlas Zeitleiste ist zum Beispiel auch sehr eine praktische Sache, weil da kann man bestimmte Zeitbereiche nehmen und das ist auch interaktiv, oder? Also da könnt ihr dann zum Beispiel irgendwo draufklicken, zum Beispiel da die Henoch-Bücher kann man drauf und wenn man da draufgeladen hat, kann man gerade das Henoch-Buch aufrufen als Beispiel, oder?
Oder eben so ein Nachschlagewerk, wenn man noch ein Griechisch auffrischen will. Bei den interaktiven Medien, da hängt es jetzt natürlich auch davon ab, was man alles im Package mit dabei hat. Aber das sind zum Teil wirklich noch ganz interessante Sachen dabei. So, interaktive Medien. Also zum Beispiel die antiken Inschriften, ist ganz spannend, oder? Da gibt es dann die verschiedenen Orte, oder? Wo man kann schauen kann, der Obelisk von Shalmaneser, der vom Dritten, oder? Oder man kann dann da schauen, was gibt es sonst noch so? Memphis, gibt es auch noch irgendwas, ne? Da ist schon. So, jetzt ist gut, ja. Genau, also die verschiedenen Dinge, dass ich zum Beispiel spannend oder Kanonvergleich wäre zum Beispiel noch spannend oder Namen von Gott, alle verschiedenen Namen, die es gibt, oder? Auch da, also gibt es sehr viele Wunder, sehr geboren. Psalme Explorer, der ist noch recht interessant. Der hat zum Beispiel die Psalmen so clustern nach verschiedenen Themen, nach Gattung zum Beispiel, oder nach Struktur, dort sind Grundinse, oder nach Verfasser. Oder? Dann sieht man, das sind alle von David, die sind eigentlich unbekannt, Korahiten und so weiter. Oder? Also so gibt es ja verschiedene. Ja. Also wenn ihr seht, könnten wir noch ein bisschen weitermachen, aber ich denke, wir müssen jetzt einfach von der Zeit her da zum Schluss finden. Ich hoffe, dass ihr mit der Folie zusammen und dann eben mit dem Produkt zusammen, je nachdem, was ihr halt dann habt, auch da könnt systematischer jetzt dran gehen, das vertiefen, jetzt ein bisschen Überblick gefunden haben, ja, was bietet das überhaupt. Und ja, es braucht halt dann ein Auseinandersetzen damit. Und eben, wenn man jetzt sagt, ja, weil ich brauche nicht alle Bücher, nochmal den Hinweis, dann kann man auch Funktionen quasi kaufen und die Datenset ist wahrscheinlich ein bisschen günstiger als dann gerade Gold-Version, oder? Das ist vom Preis her halt nicht ganz billig. Gut, sind noch für den Abschluss Fragen? Oder völlig? Das ist einfach alle deine Handynummern. Also, ihr wisst, wie die Informatik funktioniert, oder? Da gibt es ein Forum, es gibt eine asynchrone Kommunikation. Und eben die wichtigen Links haben wir da. Was einfach toll wäre, wenn ihr da könntet, dann entweder jetzt noch oder vielleicht noch daheim das Kursfeedback noch geben. Das heisst, halt auch noch ein bisschen, ist natürlich alles eben da drin abgeleitet. Und da gibt es noch eine Rubrik, das haben wir gestern noch miteinander ausgehandelt, Statements abgeben. Oh, wir merken Internet. Ja, gut, wir müssen vorher auch kurz zusammengebrochen, sind vielleicht zu viele. Ja, es ist natürlich ist jetzt so ein... Mietzeit ist auch klar. Ja, genau. Ja. Gut, ich meine, da darf man jetzt nicht sagen, wie das Ganze im Detail läuft mit dem Internet. Aber offiziell vom Andi Genehmigung bekommen, einfach einen Router zu bringen und einzustecken. Genau.